Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch eine wonderful, beautiful day. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es geht euch richtig nice. Wir spielen heute Fitz und ja, es geht direkt los, wie ihr merkt, gegen Irelia. Sie pusht auch hier gigahart rein. Vielleicht kriegen wir den. Nein, leider nicht. Sie pusht gigahart rein. Die Gegner sind full AD. Ah, okay, vielleicht wird es eine AP-Lulu. Kacke, was ist denn das da? Set Support? Auf jeden Fall, also Set. Ich habe deswegen jetzt Doppel-AP in den Runden, Doppel-Armor reingepackt. Ich denke gegen Irelia. Normalerweise würde man so denken, wow, Irelia smasht irgendwie einen Fizz. Aber ich glaube, dadurch, dass wir Press-Attack spielen, wir werden ihr richtig einen reindrücken. Wir werden so richtig drücki-drücki machen. Wir müssen aber trotzdem aufpassen, dass wir nicht overextenden vielleicht. Wir machen jetzt so. Zack. Outplayed. Komm. Und noch eine W. War an sich ein guter Trade. Das, ey, da hätte mich schon im Autotick erinnert, wäre ich glaube ich tot gewesen, du. Aber gut, also Irelia, also ja, tut auf jeden Fall weh. Müssen ein bisschen aufpassen, wenn sie jetzt gleich Level 3 wird, dann. Also wird sehr wahrscheinlich vor mir Level 3. Aber ich glaube, wir haben das, Leute. Geist, Geist, Geist. Ich meine, es ging jetzt direkt ins Game rein. War ein bisschen, ja, ein bisschen ohne Vorlaufzeit. Ah, die Kanone. Müssen wir leider abgeben. Okay, aber wir sind Level 3, das ist gut. So, Press Attack mag ich sehr gerne. Die Kombos halt auch immer nice, nice, nice. Q-Auto-Attack und zack, da drüber gesprungen. Geslowt. Ignite können wir machen. Müssen wir nicht machen. Schreiben wir direkt, Tanks, Mr. Horseman. Ja, schön, schön, schön. Leute, wirklich schön. Also das war schön. Endlich mal ein Gank. Das ist ja der Oberwahnsinn. Ja. Es ist immer noch der gleiche Tag, das heißt, ich habe wie gestern auch das grüne Shirt an. Denn, naja, es ist halt so, wie es ist. Es ist ein bisschen dunkel, ich könnte jetzt das Licht anmachen, aber ich kann nicht garantieren. Also es ist sehr dunkel, ich weiß nicht, ob es schlimm ist. Weil wenn ich das Licht jetzt anmache, ich weiß nicht, was da gerade für eine Szene kommt, Leute. Wir können es ja mal probieren. Gar keine? Ich glaube, da kommt noch was. Abra! Ja, ja, das ist übrigens ein Ding abgefallen. Hey Leute, das hättet ihr mitkriegen müssen. Das war morgens, ich liege im Bett. Auf einmal, weil ihr seid komplett im Schlaf, auf einmal fällt was richtig, kracht was richtig in eurem Zimmer. Ist einfach das Ding da runtergefallen. So, die haben Trundle Jungle. Ist natürlich ein bisschen räudig. So, ich denke, wir können echt gut traden. Vor allem können wir auch richtig gut dodgen. Wir müssen jetzt nur smart sein. Das war schon mal relativ smart. Die Frage ist, naja, er hat ja nichts mehr ready. Er kann ja nichts machen außer laufen. Laufen, 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 laufen. Du kannst nur laufen. Laufen, laufen, laufen. Du kannst nur laufen. Jetzt könnte halt der Käsekaiser hier nochmal ankommen. Dann würde ich da durchspringen. Aber sie hat geintet. Sie hat sogar doppelt dreifach geintet. Ich glaube, wir könnten hier sogar so machen. Und dann so machen. Und dann... Nein! Ah, ich kann... Ich, ja, schade. Schade, Marmelade. War aber nicht schlecht. Ich würde es als nicht schlecht im Schülerverzeichnis unterzeichnen. War nicht schlecht. Von Stiftung Tobias Test als nicht schlecht empfunden. Die Frage ist, ist nicht schlecht gut? Naja, also es ist, wie der Name sagt, nicht schlecht. Also es ist okayisch. Kann er mich irgendwie direkt snacken? Das war zum Beispiel schlecht. So, wir maxen jetzt auch schön die W durch, Leute. Muss man nicht machen, aber ich spiele Press Attack und gerade in Nahkampf-Matchups ist ein W-Max echt Zucker. Richtiger leckerer Zucker. Also spiele ich gerne. Beziehungsweise so 3 Punkte W, manchmal 4 und dann den Rest ins E. So mache ich meistens. Wave Clear ist auch mit dem W-Max ziemlich stark. So, wir hätten fast das Ding. Machen wir das Ding. Ne, komm, wir sind smart, Leute. Wir sind ein smarter Fisch. Ne? Smart Home, smart Fisch. Und deswegen kaufen wir uns ein bisschen Amore. Amore, Amore ist ja auch immer gut dafür. Der Romantik, der Liebe, der Feuer, der Leidenschaft. Der Leidenschaft und der Temperamento. Also ja, wir haben Garen übrigens. Garen gegen Lulu ist auch ekelhaft, glaube ich. Aber müsste eigentlich gehen. Die Frage ist, ist das hier Bares für Rares Lulu, die nur Müll mitbringt? Oder ist das irgendwie doch noch was Wichtiges? Oh, jetzt ist das richtig schön Romantik-Rot hier hinter mir. Gar nicht mehr gesehen. Mir wird auch direkt ganz heiß. Aha, liegt das an mir? Das muss ja wohl an mir liegen, na? Na, so, sie ist Level 6. Das ist nicht so geil, tatsächlich. Wieso ist sie Level 6? Weil ich sie auf choppen mache? Gut. Wenn sie jetzt auf mich engagiert, dann gehen wir direkt raus. An sich, wie gesagt, wir können immer ihre Bindings sehr, sehr gut dodgen mit unserer Q. Sie kann auch gegen Magic Damage. Damals hat das ja Magic Damage reduziert, ihr Shuffle-Shuffle-Ding. Dieses. Dieses. Ich bin ja immer noch dafür, dass ich die synchronen Geräusche mache. Pff, das wäre die Irelia W.
Ist es die W? Nicht sterben, bitte. Don't die in the life tonight. Don't die in the life. Don't die, don't die, don't die. Okay, das ist gut. Ihr werdet nicht die, ne? Richtig, richtig. Dann bleibe ich nämlich hier. Und wenn sie jetzt gleich kommt, werde ich sie auf jeden Fall fighten, weil sie hat keine Ultimate mehr. Ich hätte natürlich noch gerne Ignite, aber ich würde sie fighten. Wir müssen sie richtig raustragen, Leute. Richtig, richtig tragen. So, das heißt, wir werden sie natürlich erstmal Poki Poke Poke machen. Poki Doki Club. Wir haben auch mehr Minions. Allerdings natürlich, wenn ich auf sie engage habe, wahrscheinlich ist sie einfach safe. Da hat sie auch einen Kackstift in der Hose. Man weiß es nicht. Guten Tag. Born to Rome, Meister. Der Born to Rome ist bestimmt ein Renny, ein Ösi. Der Rome. Einmal Rome, bitte, du. Okay, hat auf jeden Fall keinen Bock mehr zu fighten. Wir könnten natürlich auch Römen. Die Frage ist, wo könnten wir Römen? In Doppelane Römen wäre eine Idee. Wir könnten natürlich auch einen Römen anfaken und einfach warten und jetzt. Naja, also wir haben jetzt. Naja, also sie ist halt Lulu. Sie hat halt noch all die Mate. Aber ich würde hier einen Römen machen tatsächlich. Ein schöner, guter Römen. Da sehe ich mich. Don't die, please. Den Dill machen wir jetzt. Wir machen hier einen schönen, guten Dill machen wir da. Frage ist, ob wir das mit Aldi-Mate machen oder ohne. Das ist gut, wenn er überlebt. Guten Tag, einmal bitte die Räuming-Gebühren, bitte schön. Dankeschön. So, jetzt schön press your tech und press dein Leben. Hui! Das war lustig. So, schön, 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 schön. Die Frage ist, gehen wir shoppen, gehen wir shoppen, gehen wir shoppen? Eigentlich nicht, aber ich bin so ein Quick-Shopper. Ich liebe... hallo? Du hast keine Aldi-Mate, das können wir fighten. Ich hab geät, ich hab doch geät! Ich hab doch geät, du! Noch ein Bresti, ein schöner Bresti drauf. Du stirbst ja wohl. Geh weg. Geh weg. Wir hatten keine Date-Verabredung. Gehen Sie bitte. Ja, schön. Richtig, richtig schön. Okay, sie hat Magie-Distanz. Ich habe schon mich gewundert, warum mein Damage so... Naja, so, er war so... Naja, so war der. So, wir kaufen jetzt natürlich erstmal Damage. Und wir kaufen erstmal das. Und jetzt sind wir... Guck mal, ein Control Ward. Wir sind jetzt richtig schön aufgestellt. Normalerweise mache ich Armgard natürlich nicht so früh. Ich weiß nicht, wollt ihr das eigentlich noch, dass ich so ab und zu Sachen sage, was ich ergründe? Ja schon, ne? Weil gerade diese W-Fist-Frage. Also auch Press Your Tech. Ich weiß nicht, ob das immer noch aufkommt. Vielleicht hier, vielleicht da. Press Your Tech ist ganz cool, weil man da in der... Man hat eine super starke Laning Phase. Oh, sie geht Witz End First. Ich bin der einzige Magic Damage Dealer, Brody. Also man hat eine richtig starke Laning Phase. Und ich finde, man kann es halt auch sehr, sehr oft auslösen. Es kann auch die Damage-Zahlen der Ultimate erhöhen, weil es ja einen prozentualen Damage-Up drin hat. Man kann, weiß ich nicht, ich finde, es gibt eigentlich nur selten Momente, wo ich sage, dass Prestige Attack schlechter ist als Electrocute. Boah, mir ist so fucking warm. Kommt das von den Dingern dahinter? Das ist, oder bin ich einfach so heiß geworden, weil mein Gameplay so verdammt heiß ist? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das müssen die Strahlein. Wobei ich das andere jetzt auch nicht ausschließen würde. So, wir pushen mal ein bisschen. Beziehungsweise platt. Ja, sie hat jetzt halt... Wir haben keine Cessa, ist normal bei Fizz. Ja, wein doch nicht. Der Käsekaiser, der ist wieder ein bisschen am Weinen. Ja. Boah, okay, das liegt... Ich glaube, das liegt einfach in den... Was ist denn das, Leute? Das rastet ja komplett aus hinter mir. Wird das noch wieder weg? Also, sorry, falls euch das gerade weglasert, aber das lasert auch richtig mein... Ich glaube, der brauche ich nicht mehr. Ist das Sonnenstudio hier? Agro Berlin, Sonnenstudio Bank. Ah, Skur. Kuro. Ja, Brudi, mach jetzt mal wieder runter. Also, ich kann das verstellen, aber ich hab meinen. Dann müsste ich auf mein Handy lunzen, du. Ja, dann. Hallo! Ja. Machen wir erstmal kurze Gedenkpause für die Augen. So. Ja. Sie hat halt echt diese Magieresistenz, stören mich massivst. Sie hat einfach plus 1000 Magieresistenz. Das ist schon ein Problem. Wir müssen jetzt auch rauben. Wir haben alles ready. Wollen noch mal shoppen gehen. Nessis Item wird wahrscheinlich Sheen werden. Wir gehen jetzt Botlane rauben. Toplane ist eh verloren. Toplane ist verloren. Ja, ich glaube, wir pushen da. Ach, scheiße. Badabi. Ja, scheiße. Hier geht gerade nichts, Leute. Ich würde gerne was machen, aber... Das da oben, das war lag eher in Junglers Hand. Das war jetzt nicht mein Deal, glaube ich. Also, ja, keine Ahnung. Ja, Rome wird jetzt Botlane. Das Ding ist, dass sie natürlich sieht, dass ich Botlane gehe. Deswegen würde ich immer so eine Abfangmöglichkeit geben und hier so ein Board hinmachen. Eigentlich will ich das nicht unbedingt, aber nur so ein bisschen. Aber unter Umständen, also ich weiß nicht. Also, nee, wir gehen wieder Mitte.
Ach man, irgendwie ist das gerade alles doof, Leute. Midlane doof, Farm doof, Irelia doof. Alles ist doof. Alles ist doof. Zack. Ja, ich denke, wir gehen dann jetzt shoppen, Leute. Ein schönes Shoppy-Shop machen. Das Ding ist, sie wird ja jetzt Mitte durchpushen. Halt mit. Das Problem ist, Leute, ich muss mein Control irgendwo stellen. Ja, da müssen wir das verkaufen, leider. Aber es hat uns gute Dienste geleistet. I hope, I think I do. Ja gut, der Käsekaiser da unten ist gestorben. Immerhin schreibt sie My Fail. Das ist gut, dass der Garen sofort ausrastet. Finde ich etwas harsch, vor allem, weil er selber 0-2 ist. Aber immerhin hat der Irelia gekillt. Soll ich Toplane gehen? Sollen wir mal... Also ich glaube nicht, dass ich Spaß haben werde gegen Lulu. Allerdings hat sie den Kelch. Lasst uns einfach mal gucken. Das ist Yordle gegen Yordle. Yordle, ich yordle ihr mal ein. Die Frage ist, ob wir direkt ein Engage machen oder ob wir Poki Poki Club machen. Ich glaube, wir... Ja, mal gucken. Ja, wir gucken mal, wie es läuft. Naja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ja, hallo! Guten Tag, du brennst? Ja, du weißt aber schon, dass ich ein Fisch bin. Und du nur ein Tentacher-Toxic-Tacher-Tentaxi-Toxer-Taxi-Toxics. Gut, schön. Schön. Gut, ja, machen wir nochmal einen Punkt in die W rein. Dann haben wir das Ding auch fertig. Ja, manchmal bin ich so, Major ist ja, Major ist nein. Aber es kommt immer auf die Gegner so ein bisschen, glaube ich, an. Oh, eine Platte. Eine Platte. Oh, Plattenbaum. Oh, Plattenbaum. Wie viel Geld droppst du mir jetzt? Ich farm dich ab auf der Top-Lane. Auch die Midlane mag ich die Platten doch so sehr. Okay. Gut, wie sieht's sonst aus? Da ist der Dings wieder. Wir machen mal so ein bisschen nur so ein bisschen so und ein bisschen so und ein bisschen so. Oh, schöner Dreh, ne? Guck mal, und zack, direkt Press the Attack Pro. Kleine Electrocutor hätte ich auch gepokt, aber ich könnte jetzt wieder hingehen und wieder Press the Attack Pro. So, das ist so der Bild, den ich immer fahre, Leute. Kann man jetzt sagen, ja, Tobi? Kann man auch sagen, nee, Tobi? Also ich mache Revolver, nee, stopp, Flask, Dark Seal, Revolver, Sheen, Magic Pen. Manchmal habe ich aber nicht genug für Geld für Sheen, da mache ich auch Magic Pen vorher. Ich finde, wir haben jetzt so halt alles. Wir haben super viel Burst hier mit diesen beiden On-Hit-Items. Das haben wir gerade gesehen, dass das richtig reingeschallert hat. Und wir werden ihr jetzt den fliegenden Tornado Torpedofisch geben. Er ist eine der, naja, gefürchtetsten Techniken. Und wenn sie jetzt kommt, ist sie tot. Komm schon. Ah, schade. Sehr, sehr gefürchtete Technik. Ich weiß nicht, ob sie schon wieder Ultimate hat. Ich glaube, dass ich keine Ahnung habe. Die Frage ist auch, ob sie noch... Naja, sie geht... Ach, weiß ich doch nicht. Sie hat Ignite sogar. Lull. Na, 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 na. Guck mal, in der Mitte, das ist auch ein richtig guter Deal jetzt, weil sie hat Magieresistenz und jetzt bin ich einfach oben und sie spielt gegen Garen. So, wir könnten auch hier den interpretierenden Tornadofisch machen. Zack, das Wort ist ein bisschen, dass sie jetzt denkt so, yo. Yo, da ist er nämlich. Au, 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 au. Okay, das war irgendwie gar nicht so. Ja, naja, das ging schon wieder. Komm schon. Das ist ein bisschen... Das, nein, ich bin ein Inter des dritten und vierten Zeitalters. Ja, das war... Also, es war maximal dumm. Das habe ich aber auch schon... Ich habe das schon gemerkt. Komm, Ult-Kill. Leute, vielleicht können wir auch einfach drüber reden, ist Lulu ein bisschen dumm? Ich meine, ist Lulu ein bisschen broken vielleicht oder maximal broken? Dass sie einfach Leute in andere Dinger verwandeln kann. Wie broken ist denn das bitte? Stell dich vor, du spielst gerade gegen irgendjemanden Yu-Gi-Oh! Er gewinnt in einem Yu-Gi-Oh!-Duell. Du machst einfach so ein so eine Ratte aus ihm. Zack, gewonnen. Du bewirbst dich für einen Job. Da ist noch ein anderer Konkurrent. Machst einfach zu einem Frosch. Zack, gewonnen. Friss Schneckenpotter. Finde ich jetzt ein bisschen broken. Gott. War aber auch nur ein Mini-Guppi und irgendwie war alles broken. Ja, wir stehen 4-1, aber ich weiß nicht. Was machen wir? Das hat mir gerade ein bisschen die Laune. Nee, wir rächen das jetzt. Wir töten die jetzt nochmal. Oder nehmen wir den Tower? Vielleicht nehmen wir auch den Tower. Wobei ich halt überhaupt gar keinen Bock habe auf Irelia, die gerade den Käsekaiser wiederum tötet, die mich gleich wiederum flamen wird. So, wir nehmen das hier. Trundle ist oben.
Ja, wir müssen mal ein bisschen roamen. Irgendwie ist das gerade festgefahren. Aber ich wollte eben den Tower hier holen. Na, na, na. Komm, Tower, Tower, Tower. Tower, Tower. Au. Tower, Tower, Tower. Alter, er stirbt einfach. Ich mach den Tower, das ist okay für dich, oder? Ich glaube, da bin ich mal kurz raus. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Ja, er pinkt jetzt hier irgendwas. Aber das ist ja nicht mein Bad, wenn er gegessen wird. Ich meine, der Thunfisch kann sich beim Aal auch nicht beschweren, wenn er gefressen wird. Ja, Brudi. Was ist das hier für ein Dill? Zock, ist der? Das ist Zed. Der ist strong. Aber da gehen wir jetzt hin. Da gehen wir jetzt einfach hin. Und Feuer! Ach, fuck das, Alter. Ach, fuck das, Alter. Oh, boy, was ist hier unten los? Oh Gott, ich bin gar nicht da, Leute. Okay, das ist nicht schlecht. Was ist hier, Masse? Das Coole an Press the Attack ist natürlich auch, dass man damit sein Team helfen kann, indem man... Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Die springt jetzt auf mich und ich springe da durch. Gib, 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 gib. Okay, ich lebe. Dass man einfach halt Damage-Erhöhung für sein Team draufbringen kann. So, wir könnten den Ezreal töten. Vielleicht auch die Aurelia. Aurelia. Oh, shit. Gib mir, gib mir, gib mir, danke. Also, ich hätte Bock. Bock hätte ich. Ich wäre noch auf Bock ab. Ich wette, der Ezreal denkt so, wow, diesen Fisting hätte ich mir noch. Ich wette, das denkt er sich. Ich glaube, das denkt er sich. Der denkt sich das nicht. Ja, okay. Aber wir haben richtig viel Cash, Leute. Wir haben richtig viel Cash. 2 Sechse. So, wir kaufen jetzt hier... Oh, ein Gunblade wäre auch mal cool. Nee. So, gut. Und weiter im Text. Jetzt ist der Deal folgenderweise, dass wir... Ja. Macht doch keine... Die Ult wäre doch 100-mal zu langsam gewesen. German Player 3000. Where... Ist German Player 2099. So, was finde ich, kommt, wenn ich das jetzt anmache? Ich kann ja auch in der Zeit mal mit dem Handy. Handy. So, wir verkaufen jetzt das Ding und kaufen CDR. C, D und R. Schön, schön, schön. So, was haben wir da? So, Vibrant Sunrise war das gerade. Gut. Wer ist denn der Schlimmste von denen? Ich gehe mal davon aus, dass das niemand ist. Drundle ist es. Drundle ist 6-2. Das ist... Oh, die machen Drake. Kann ich noch die Kanone haben? Nee. Ja, also nee, also ja. Ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Den will ich nicht ulten. Oder was ist eigentlich mit Z passiert? Leute, ja oder nein? Stelle ich mir gerade die Frage. Leute, 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 Leute. Okay, 1 für 1 ist erstmal ein guter Trade. Also ein okayischer Trade. Er ist okay. Ein okayischer Trade. Garen heilt sich auch um 12 Kilometer pro Sekunde. Ja, irgendwie ist es gerade nicht... Wir hatten das bessere Late Game. Naja, sie haben halt Lulu, aber sie haben niemanden, der so richtig krass von Lulu profitiert. Vielleicht Irelia, aber... Irelia intet aktuell noch. Wird natürlich irgendwann ins Game kommen. Ich bin irgendwie nicht so richtig... Ich habe das Ding ist, ich kann niemanden so richtig töten. Lulu kann ich nicht töten, Trundle kann ich nicht töten, Irelia kann ich nicht töten und Zed kann ich auch nicht töten. Das einzige Ziel, was tötbar ist, ist Ezreal. Ist jetzt nicht schlecht, aber für so ein Fist-Game natürlich nicht der beste Deal. Ne? Wir könnten natürlich so machen. Das klappt natürlich nicht. Aber Leute, was soll's? Ganz ehrlich, die Ult hat einen Cooldown von 0. Die ist immer ready. Und wenn wir gleich in der Lane stehen, ist sie wieder da. Manchmal lieber tryen als nicht tryen. Und in der Zeit gucken wir mal, was wir hier haben. Tron Legacy. Oha. Oha. Try this before you skip. Okay, das ist crazy. Epic Green gibt's jetzt, Leute. Naja, das sieht... Naja. 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 Naja, gut. So, was ist hier, Masse? So, wir müssen jetzt... Ich glaube, ich muss heute für Israel gehen. Also Ezreal. Weil das ist so ziemlich das Einzige, was worthy ist. Und wir groupen jetzt ein bisschen. Wir müssen irgendwas machen. Ich weiß nicht, ob wir im Late Game verlieren. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da.
Schöner Dill. Ich könnte da oben rauf dillen, aber... Die Frage ist, ob in so einem Game vielleicht Leander Sinn machen würde. Weil die einfach alle... Ja, ich weiß nicht, unsterblich sind. Aber Leander ist auch nur gut, wenn du Magic Pen hast. Weil sonst der Magic Damage keinen Schaden macht. Wenn du keinen Schaden machst, hast du keinen Damage. Den Israel bekommen wir nicht. Dann pushen wir trotzdem Toplaner durch, würde ich behaupten. Vielleicht können wir aber gucken, ob hier ein Red Buff da ist. Ja. Guys. Group. Das ist immer leicht gesagt. Einfach irgendwas droppen und dann gucken, was passiert. Eigentlich müsste man sagen, Guys, group mit now. For turret in T-minus 43 Sekunden. Oder sowas. Okay, der hat auf jeden Fall Bock auf mich. Weiß ich jetzt nicht. So, direkt press die Attack drauf, Ignite drauf. Und Abfahrt. So gemacht, so gemacht, so gemacht, so gemacht. So gemacht und solo. Komplett solo abgeholt, den Boy. So, ja, da wird ganz viel gepinkt. Aber ich pushe noch eine rein und gehe shoppen. Ich habe kein Mana mehr in meinem Leben. Keins. Was? Das hat nicht gereicht. So, jetzt haben wir Moonlight, Leute. Moonlight? Moonlight, ja. Auch cool. Oder sollen wir lieber, Leute, sollen wir mal... Wir brauchen jetzt, glaube ich, direkt Magic Pen, ganz ehrlich. Passt auf, Leute. Wie wäre es mit ein bisschen Netflix und Chill? Oh, ein bisschen Romantik. Romantiker. Ist das zu krass? Ja, das ist zu krass. Hier, das ist Romantik. Romantik ist, glaube ich, nicht ganz so krass. Romantik? Hallo? Das ist doch nicht Romantik. Hallo, mach mal den Toaster aus. Ja, ich weiß, ich bin hier nur mit dem Ding beschäftigt. Ja, jetzt machen wir ein Nemo einfach, zack. Okay, ich hab's kaputt gemacht, Leute. Ich hab's kaputt gemacht. So, ich bin da, Leute. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich hätte Bock und bin da. Sugodai. Sugodai, Sugodai, Sugodai. Okay, der ging's übers Ziel hinaus, aber ist nicht schlimm. Weil ich bin fit und ich jage dich. Ich möchte was von dir. Komm. Lass uns Kinder kriegen. Fischkinder. Tintenfischringkinder. Ich möchte... Ich möchte, ich möchte, ich möchte. Gib mir diese Tintenfischraute. Nein! Er hat sie mir einfach weggenommen. Oh nein! Oh. Glück in der Lane, Pech in der Liebe, sagt man auch immer. Oh Mann, naja, immerhin habe ich Kills. Zugeblätt. Also ich mache nicht so richtig was, aber ich bin jetzt auch kein totaler Int und auch nicht irgendwie, also ich bin gut im Game. Es ist halt schwierig hier irgendwas zu machen, weil... Dass es schwierig ist. Au! Sind halt alle Tank einfach. Full Tank. Full Tank. So. Solche Games spiele ich eigentlich überhaupt nicht gerne. Also Assassinen gegen viele Tanks. Wären wir jetzt nicht alle fett, wäre das halt nicht cool. Wir könnten vielleicht... Also das Ding ist, wenn die hier Vision haben, komme ich hier weg. Das Ding ist, der hat, glaube ich, diesen roten Kettenradar an und weiß, dass wir sind. Guten Tag, einmal bitte dein Leben. Doch nein, ich war nur ein Prank. Brotobell. Ah, gehen wir mal hier unten dem Käsekaiser helfen. Schön. Yandai. Cooles Game, schönes Game, cooles Game. Aber auch ein schönes Game. Schön, 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 schön. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich die treibende Kraft bin, aber ich bin auch kein Inter, Leute. Ich bin 7-2-8, das ist so schlecht, kann es ja nicht sein, aber... Also, es fühlt sich nicht so an, if you know what I mean. Oh Mann, mir fehlt Geld, ja, verkaufen wir jetzt den Gold. Naja, 50 Gold warten wir eben, Leute, 50. In der Zeit erzähle ich euch etwas. La tua squadra ha distrutto un inibitore. Serie di uccisioni interrotta. Ja, ne? Gut. Voidi ist da, Voidini. Der gute alte Voidini, weil die haben mir nämlich... sie ist voll Magieresistenz. Hier haben wir schon dieses scheiß Death Dance. Boah, dieser Tank. Ich hasse Tank-Items, Leute. Ich meine, Stundenglas ist auch tanky, aber naja, ich musste. Aber das hier, Leute, guckt euch den an. So,
Also wir werden immer Ezreal töten. Das ist der beste Deal, den wir machen können. Die machen gerade Baron. Allerdings ist halt niemand da. Ich weiß nicht, ob ich dafür sterben möchte. Wir können natürlich einen Fisch da reinjodeln. Jetzt ist einer drin. Frage ist, will ich da rein? Ich würde sagen, ja. Ja, later! Wir haben ihn und ich bin erst beim Sturmglas. Ich habe gar keins. Aber wir haben ihn. Ich würde sagen, das ist worth. Also, ich finde, ich habe auch Anrecht darauf. Also, wir haben ihn gemacht. Gary und ich. Wäre ich nicht da gewesen, hätte er ihn auch nicht bekommen. Ist aber ein guter Deal. Das ist ein guter Deal. 2 für Baron. Klar, 738. Aber man müsste jetzt quasi 738B für Baron. Ja, schön, schön, schön. Nicht so schön. 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 Ich fände das mega geil. Leute, das ist was. Gibt's bestimmt schon auf der Welt. Aber, naja, so kann man machen. Ist jetzt nicht... Naja, also... Wenn dieses Ding abhängig von meinen Emotionen leuchten würde. Zum Beispiel, wenn ich so... Na... So, dann würde es rot werden. Oder wenn ich, oder zum Beispiel lila von mir aus auch. Oder pink. Und wenn ich wütend wäre, dann wird es rot. Wenn ich gelassen bin, dann wird es blau oder grün. Und wenn ich smart. Ja, okay, die Frage brauchen wir nicht reinmachen. So, deswegen, ja, was machen wir jetzt? Was? Meiner. Schön. Gut, jetzt würden wir Lich Spain als nächstes bauen. Mann, ich kann niemanden töten. Es fühlt sich überhaupt nicht Assassin-mäßig an. Das ist irgendwie so flexi-schmexi oder so. Schmackofatz. Ich bin einfach nur da. Okay, passt auf, ich bin der Raid-Leader. Guys. Am besten ist ein Call zu machen, der schon da ist. Let's group Top Jungle. Und jetzt group mal hier so, wow, Fist Call. And intercept into Top Lane. Wir hätten halt den Drandel Toplane töten können, der war Turbo-Dieber. Vielleicht können wir auch jemanden Catchy-Catch-Catch machen. Vielleicht können wir auch den Käse-Kaiser als Köder benutzen. Der Käse-Kaiser-Köder. Vielleicht warten wir auch einfach hier. Wahrscheinlich warten die auf weitere Instruktionen. Hier, Midlane. Jetzt intercepten. Einen schönen Intercept jetzt. Und er springt dahin. Oh! Wow! Braschnikow! Braschnikow, Kalaschnikow. War das... Ja? So schön, guten Tag. Schön, 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 schön. Leute, Raid Leader einfach. Raid Leader Tubinowski Kaschnikow. Raid geleadet, engaged, gemacht, Game gewonnen. Da, ich fahre noch ein bisschen Damage. Gib mir. Oh, ein Kill. 9-3-10-B. 9-3-10-B. Schön. Schön, schön, schön. Ich habe leider minus 1 Million LP, weil ich 100 Games gedodged habe, damit ich mal Fizz für euch bekomme, weil ich wollte Fizz euch. Ich wollte euch mal meinen Fizz zeigen. Naja, ich hatte auch auf die anderen Games keinen Bock und keine Ahnung. So, wen honorieren wir hier? Ja, auf jeden Fall den. Naja, hatte mich. Jetzt sind wir in der Bredouille. Mich kurz angefixt, angepinkt. War aber nicht schlecht. Na komm, ich stehe drüber, ich bin Ehrenmann. Er war nicht schlecht. Plus 20. Alter, ich habe minus 40 LP, Leute. Ja, deswegen steht hier auch, dass ich eine Division drunter bin. Ich bin aber eigentlich, das ist immer, wenn man minus LP hat. Ja, war eine schöne Runde. Ich wünsche euch was. Vielen Dank dafür. Auf Wiedersehen. Goodbye. Leda Machowski. Und bis denne. Antenne. Hab euch lieb.